Hallo, ein neues Video für Verschwörungstheoretiker zum Klimawandel. Und zwar wollen wir uns die Niederschlagsmengen angucken, also die Abweichung, das ist die Niederschlagsanomalie. Und zwar von 1881 bis 2020, ne, hier in Deutschland. Und alles, was oberhalb dieser Nulllinie ist, also das Grüne, das sind überdurchschnittliche Werte. Je höher der Balken, desto überdurchschnittlicher ist der Wert. Und unten nach unten, das sind unterdurchschnittliche Werte. So, und wenn man jetzt guckt, die Niederschlagsmenge in Deutschland, die ist immer mehr geworden. Hier haben wir die vorindustrielle Zeit und dann ist sie erst langsam, aber dann immer schneller angewachsen. Ja, und da haben die Klimaforscher gesagt, das ist auch ganz einfach zu erklären. Auch der Professor Lesch hat das erklärt, ne? Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen. Ja, und mehr Feuchtigkeit in der Luft heißt dann eben, es gibt mehr Regen, ne? Oder eben im Winter mehr Schnee. Ja, gut, das sieht man auch, ne? Erst haben wir hier fast nur unterdurchschnittliche Werte. Ja, dann wird es ein bisschen mehr und immer mehr. Und hier, jetzt da, wo der Klimawandel im Jahr so ungefähr im Jahr 2000, da hatte der einen Höhepunkt und da hat man ganz viel Regen, ne? So 20 Jahre lang ganz viel Regen. Ja. So, jetzt haben wir aber ein Problem. So seit 12 Jahren ungefähr, da haben wir ganz wenig Regen. Ne? Wenn man sich mal so hier die 12, 13 Jahre anguckt, da haben wir Werte hier wie ganz am Anfang in der vorindustriellen Zeit. Ja. Ja, und da haben die Klimaforscher eben gesagt, diese Dürren, ne, also wenn es wenig regnet, hat man auch öfter Dürren. Wir hatten ja die letzten Jahre Dürren. Ja, und da haben die Klimaforscher gesagt, ja, diese Dürren, die kommen auch vom Klimawandel. Ja, man kann also Folgendes sagen, wenn es viel regnet, dann ist es der Klimawandel, aber wenn es mal 12 Jahre wenig regnet, dann ist es auch der Klimawandel. Ja, und das kennen wir schon, dieses System, dass immer der Klimawandel schuld ist, von anderen Videos von mir. Na, zum Beispiel in Grönland. Da ist es vor ungefähr so 10 Jahren, muss das gewesen sein, da ist die Eismasse angewachsen. Ja, und da hat ein Nobelpreisträger für Physik, der hat diesem Herrn Schellnhuber, der Professor Schellnhuber ist vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung gewesen. Ja, der ist jetzt gerade in Rente gegangen. Da hat der Professor Rahmstorf die Nachfolge angetreten. Ja, und da hat dieser Professor Schellnhuber, also der Klimaforscher vom PIK, ne, da kommen in Deutschland alle Klimaforscher her, vom PIK oder fast alle. Ja, der hat dann eben den Nobelpreisträger erklärt, passen Sie mal auf. Wenn es wärmer wird, ist mehr Feuchtigkeit in der Luft und dann gibt es mehr Niederschläge. Ne? Also gleiche Erklärung wie hier. Ja, und wenn es mehr Niederschläge gibt, in Grönland heißt das ja mehr Schnee, dann wachsen natürlich die Gletscher. Ne? Und dann wird die Eismasse von Grönland immer mehr. Ja, gut, irgendwann ist die Eismasse von Grönland dann wieder gesunken und da haben sie gesagt, das ist auch der Klimawandel. Ne? Wenn es wärmer ist, schmilzt mehr. Ja, wobei ich mich immer frage, in Grönland haben wir selbst im Sommer meistens Minustemperaturen, wie denn jetzt Eis bei Minustemperaturen schmelzen kann. Na, gut, aber das ist wieder eine andere Frage. Das, was ich sagen will damit, dass wir da das gleiche System haben, wenn die Eismasse von Grönland mal 10 Jahre wächst, dann ist es der Klimawandel, aber wenn die Eismasse von Grönland 10 Jahre sinkt, ist es auch der Klimawandel. Ne? Das ist so wie hier in diesem Bild mit den Niederschlägen. Es ist genau das gleiche Prinzip. Ne? Ist immer der Klimawandel. Ja? Oder nehmen wir mal die Antarktis. Ja? In der Antarktis, also da müsste es ja eigentlich immer wärmer werden. Ne? Denn mehr CO2 heißt ja mehr Wärme. So, jetzt hatten die ein Problem, weil da ist es immer kälter geworden. Ne? Und die Eisfläche hat sogar alle Rekorde gebrochen. Ja, da haben die einfach gesagt, das liegt am CO2. Ne? Denn in der Antarktis haben die gesagt, da wirkt CO2 genau umgekehrt. Die macht also nicht die Antarktis wärmer,
sondern CO2 macht die Antarktis kälter. CO2 ist also ein Treibhausgas, was manchmal so wirkt und manchmal so. Ja, ist wieder das gleiche Prinzip. Wenn es wärmer wird in einem Kontinent, ist es das CO2. Wenn es aber in einem Kontinent kälter wird, ist es auch das CO2. Das wirkt dann plötzlich umgekehrt. Gut, das kann man beliebig fortsetzen. Ne? Ein Beispiel habe ich noch, Europa. Ne? In Europa ist es wärmer geworden. Und da hat man gesagt, ja, ist der Klimawandel. Ne? CO2 erzeugt mehr Wärme, ist der Klimawandel. Ne? Ganz klar. So, dann hatten wir plötzlich 10 Jahre lang ganz schlimme Winter, ne? So zwischen 2000 und 2010. Ja, ganz kalt, 5 Monate Schneeschippen. Ja, da haben die Klimaforscher gesagt, das ist folgendermaßen, der Klimawandel bremst den Golfstrom. Ne? Und der Golfstrom bringt ja die Wärme nach Europa. Ja, und wenn jetzt der Golfstrom nicht mehr richtig funktioniert, kommt nicht genug Wärme an und Europa wird immer kälter. Ja, das heißt, auch hier ist es wieder ganz egal. Wenn Europa wärmer wird, ist es der Klimawandel. Wenn Europa aber kälter wird, ist es auch der Klimawandel. Das heißt, man kann machen, was man will, es ist immer der Klimawandel. Ne? Gerade habe ich zum Beispiel im Internet wieder gelesen, wir brauchen dringend Spenden in Afrika wegen dem Klimawandel. Ne? Die Leute haben Hunger und das liegt nicht daran, dass sie 10 Kinder haben, sondern das liegt am Klimawandel. In Nordrhein-Westfalen gab es gerade eine riesige Flutkatastrophe. Lag es daran, dass man die Talsperren, die ja eigentlich dem Hochwasserschutz dienen, bis zum Anschlag aufgefüllt hat? Lag es vielleicht daran, dass man die Flusstäler zum Bauland erklärt hat und so viel Geld eingenommen hat, aber dadurch den ganzen Hochwasserschutz ausgehebelt hat? Lag es daran, dass man den Katastrophenschutz kaputt gespart hat? Lag es daran, dass unsere Regierung auf die Warnungen einfach gar nicht reagiert hat? Denn schon eine Woche vorher wurden diese Unwetter angekündigt. Aber die Regierung hat einfach nichts unternommen. Ja? Waren das die 4 Gründe, die zur Katastrophe geführt haben? Nein, es war der Klimawandel. Der Klimawandel ist die ultimative Universalausrede. In Zukunft wird man euch bis 70 Jahre arbeiten lassen, und zwar zum Hungerlohn. Und wenn ihr dann fragt, warum ist das so, dann werden die sagen, das sind die Kosten für den Klimawandel. Ja? Und wenn jetzt Millionen von Afrikaner hier einwandern, dann wird man euch sagen, die fliehen alle vor dem Klimawandel, ne? Nicht vor der 10-Kind-Familie. Und so ist der Klimawandel eine Ausrede dafür, um euch auszubeuten. Ne? Die lassen euch arbeiten bis 70, die holen ohne Ende Billigarbeiter ins Land, immer mit der Aussage, das liegt am Klimawandel. Und das ist gefährlich, weil es gibt Probleme, die müssen bereinigt werden, zum Beispiel die Überbevölkerung. Ja, und wenn ich jetzt die Schuld den Klimawandel gibt, dann heißt das ja, die richtigen Gründe oder die richtigen Probleme wären gar nicht gelöst. Und wenn man die richtigen Probleme gar nicht löst, dann werden diese Probleme immer weiter anwachsen und dann wird es gefährlich. Es geht auch anders. In Bangladesch hat man zum Beispiel die Zwei-Kind-Familie eingeführt. In China hat man die Ein-Kind-Familie eingeführt. Die Japaner haben sowieso nur ein Kind. Das sind alles Länder, da geht's bergauf. Ja? Das sind aber Länder, da redet man nicht den Leuten ein, dass sämtliche Probleme auf der Welt am Klimawandel liegen. Diese Ausrede, es liegt am Klimawandel, ist nur dazu da, um irgendwelche Sauereien zu vertuschen, ne? Oder Fehler, die man gemacht hat. Wie zum Beispiel die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen, die 8 Tage vor dem Unwetter oder ungefähr 8 Tage vor dem Unwetter eine Meldung bekommt von den europäischen Stellen und dann einfach gar nichts macht. Ja, der Katastrophenschutz kaputt gespart, die hatten noch nicht mal Sirenen. In einigen Städten schon, aber in vielen Städten hat sich überhaupt nichts gerührt. Ja, die haben schon vor 10 Jahren geklagt, dass sie keine Autos haben, dass die Ausrüstung am Ende ist. Ja, aber es ist der Klimawandel. Ja, diese Ausrede mit dem Klimawandel, die kann man natürlich auch selbst benutzen. Und zwar wollte ein Freund von mir ein Ferienhaus kaufen am Meer. Und er hat dann eben mit diesem Bauern verhandelt
Und der Bauer hat den Preis genannt und da hat mein Freund gesagt, der Preis ist viel zu hoch. Er sagt, der Bauer, warum denn? Ja, sagt er, das Haus ist doch am Meer, hier wird doch bald alles überspült wegen dem Klimawandel. Dann ist das Haus doch sowieso weg. Ja, und das hat dann der Bauer eingesehen, ne, und hat ihm dann das Haus zum halben Preis verkauft. Ja, da kam mir die Idee, ob ich da nicht auch mitmachen sollte. Ne, man könnte zum Beispiel unter einem Künstlernamen schöne Bücher schreiben über den Klimawandel. Ne, so richtig mit Horror, Überflutung und wir werden alle verbrennen und so. Ja, da kann man heute Geld mitmachen. Ne. Mache ich natürlich nicht unter meinen richtigen Namen, weil die Leute wissen, ja, ich bin Verschwörungstheoretiker. Ja, das heißt dann, wenn euch in den nächsten Jahren so ein Buch in die Hände fällt, wo der Klimawandel in den düstersten Farben ausgemalt wird, so mit Flutwellen die ganze Dörfer und Städte verschlingen, ja, es könnte sein, dass das ein Buch von mir ist. Ne? Wenn ich mal Geld brauche, vielleicht mache ich das dann auch mal. Ne? Und da scheint es ja auch einen Markt zu geben. Ich war letztens in der Buchhandlung, die haben sogar schon extra Regale aufgestellt. Ne? Eine ganz neue Rubrik, da steht oben drüber Klimafiction, ne? Direkt neben Science Fiction. Ja, da ist, glaube ich, noch ein Markt da. Vielleicht schreibe ich mal so ein Buch, ne? Aber dann unter einem Künstlernamen. Aber falls ihr Mathebücher von mir kaufen wollt, die schreibe ich unter meinen richtigen Namen. Die gibt's bei Amazon. Ja, das war's für heute. Auf Wiedersehen.